habe ich gerade angefangen. Ich habe 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 gerade angefangen. Lauf, ich halte sie auf. Ich habe gerade angefangen. Was ist das? Oh, Jungs. Habt ihr Geschenke für uns am 8. März vorbereitet? Mädels, entweder bin ich taub oder jemand hat beschlossen, sich vor Glück Wünschen zu drücken. Was? Ja, Mädels, ich habe euch nicht bemerkt. Freunde, wenn wir nicht unsere Lieblingslikes sammeln, wird Frau Maria durchdrehen. 1, 2, 3. Super, wir müssen Frau Maria retten. Geschenke, natürlich denken wir dran, ja? Was gibt es da zu bedenken? Eine Reise auf die Malediven würde mir schon reichen. Und ich träume von einer neuen Enzyklopädie. Ich brauche Garn. Ich habe nichts mehr, woraus ich Voodoo-Puppen machen könnte. Ich will ein neues Outfit haben. Ich will eine neue Tasche, eine neue Jacke, neue Schuhe, ein neues Federmäppchen, ein neues Fahrrad. Warte mal ganz kurz. Und zumindest einen neuen Stift. Ich habe auf jeden Fall nicht genug Geld für alle, dann werde ich der Julia ein Geschenk machen. Schlaue Julia, darf ich Julia abschreiben? Nur dir zuliebe, Awesome Ross, werde ich es nicht geben. Haha. Das nächste Mal musst du die Lektion lernen. Nee, vielleicht doch nicht. Vielleicht Dark Allen. Kannst du das halten? Das war's, dankeschön. Cool, toller Ross, es hat funktioniert. Vielen Dank für deine Hilfe. Nein, sie besser auch nicht. Vielleicht meiner kleinen Schwester. Und hier ist ein 2-jähriges Baby. Er sitzt hier im Sandkasten und frisst Hundekacke. Es war keine Hundekacke. Mutter sagte mir heimlich, dass es Kacke sei. Es ist nur so, dass sie dir nicht die Wahrheit gesagt hat, damit du dich nicht aufregst. Das habe ich ja fast vergessen. Dafür schuldet sie mir noch was. Vielleicht der Golden Stacy. Schenk mir das zu den Feiertagen, bitte. Gibt's auch irgendwas Günstigeres? Awesome Ross. Wann habe ich meinen Nachnamen in Habnix geändert? Ja, in Kate Habnix. Ja, genau, das habe ich. Dafür habe ich Geld. Wohin gehst du? Ich wollte gerade ein Geschenk für den 8. März kaufen. Das wollte ich gerade mit dir besprechen. Findest du nicht, dass die Mädchen ein bisschen unverschämt sind oder sowas? Ja, aber so kennen wir sie ja auch. Ja, aber das macht's ja nicht besser oder so. Ich würde sagen, schenk ihnen am 8. März nichts. Lass sie einfach wütend sein. Dann werden sie verstehen, dass sie sich schlecht verhalten haben, okay? Bist du dafür? Ja, natürlich. Okay, gut. Wir kommen morgen in die Schule, als ob es keinen Feiertag gäbe. Mädchen, ihr seid so nett und cool. Ich habe für euch was vorbereitet. Was Leckeres und Interessantes. Das sind ganz leckere Süßigkeiten mit der Überraschung. Pretty Kate, für dich die stylischste und lustigste Packung mit einer wunderschönen Puppe hier. Sie sieht aus wie du. Ich danke dir. Und kluge Julia, du bekommst diese Packung hier. Mit einem Pony drin. Richtig cool. Ich habe welche aus Schokolade. Ich auch. Und da ihr beste Freunde seid, schenke ich euch diese Packungen hier mit einem coolen Auto. Für jeden von euch, okay? Wir danken dir. Und für dich, Dark Allen, diese Packung hier. Sie ist richtig, richtig cool, ja? Und das Ding, das da drin ist, kann sogar laufen. Danke, Schätzchen. I am a robot. Was ist denn hier los? Ich verstehe gar nichts mehr. Hi, Awesome Ross. Du bist wie ein Fisch. 7 Sekunden Erinnerung. Heute ist der 8. März. Hallo. Das weiß ich. Aber warum gibt ihr euch Geschenke? Geschenke für Mädchen, Awesome Ross. Deshalb wirst du auf keinen Fall etwas bekommen.
oder liege ich da falsch? Ich brauche auch solche Geschenke gar nicht. Aber wir brauchen wirklich etwas von euch. Jetzt werden wir die Geschenke von Cutie aufessen und dann deine auspacken. Nein! Awesome Ross, bist du sicher, dass du die richtige Antwort gewählt hast? Er hat mir gesagt, wir sollten euch eine Lektion erteilen und euch nichts geben. Mädchen, wie könnte ich nur? Ich bin doch ein intelligenter Mensch. Das würde ich niemals tun, okay? Ich habe nur Spaß gemacht. Natürlich habe ich ein Geschenk für euch vorbereitet. Jetzt hol dich mal raus. Nun, Awesome Ross, du bist ein echter Spaßvogel. Ich habe mir schon ausgemalt, wie mein Gucci-Schuh an deinen Kopf fliegt. Ah, hier. Ein Wunschbuch. Super, Ross. Du bist einfach der König unserer Party. Dankeschön. Und was ist mit mir? Süße, es ist zu spät. Dein Zug ist abgefahren. Zusammen mit den Maisstäbchen in meinem Magen. Ich bin die Erste, die einen Wunsch aufschreibt. Und warum du? Mein Vater sagte mir bei meiner Geburt, dir, meine Tochter, wird die ganze Welt gehören. Ja. Und mein Vater sagte mir, ich hoffe, du bist das letzte Kind, weil ich mehr Kinder nicht schaffe. Also haben wir beschlossen, ich bin die Erste und Kate Hapnix die Letzte. Und ihr entscheidet für euch selbst. Aber das Buch ist bei Dark Allen. Du bist ein kluges Mädchen, schlaue Julia. Du wirst die Zweite nach mir sein. Hey, aber ich bin seine Schwester. Pretty Kate ist die Schwester von Awesome Ross. Das scheint nicht zusammenzupassen. Mädels, ihr entscheidet und dann ruft ihr mich, okay? Ich muss mit jemandem sprechen hier. Bitte nicht ins Gesicht, okay? Ich wollte heute ein Peeling machen. Natürlich nicht. Gewalt ist keine Lösung. Aber da du selbst deine Schuld zugegeben hast, willst du das Problem lösen. Du hast eine Aufgabe. Während diese Wünsche erfüllt werden, versteckst du das Buch und verbrennst es. Warum hast du das auch den Mädchen geschenkt? Ich würde sowas gar nie tun. Vielleicht überlege ich es mir gleich anders. Ich kann dir auch ein Peeling machen. Okay, okay. Wir haben uns entschieden. Hier ist es. Mein erster Wunsch. Ich möchte, dass du Golden Stacy in der Toilette einsperrst. Bist du verrückt? Okay, ich hätte es versuchen sollen. Also, ich möchte, dass du mir 100 Gramm Hühnerleber, 100 Gramm Froschschenkel und 100 Gramm Fischschwänze im Laden kaufst. Das ist wichtig, in diesen Mengen bitte. Wozu brauchst du das denn alles? Ich möchte einen Energiecocktail für Golden Stacy zubereiten. Komm schon, erfüll meinen Wunsch. Na gut. Hast du schon alles für Dark Allen getan? Es ist schwer. Ich muss eine Menge besorgen. Nun, ich brauche dich so sehr, um meinen Wunsch zu erfüllen. Wenn du mir hilfst, dann werde ich deinen Wunsch sofort erfüllen, okay? Na los. Was wird benötigt? Dark Allen wie immer. Hier ist mein Wunsch für dich. Du musst Frau Maria anrufen und ihr sagen, dass du mein Vater bist und dass ich morgen nicht in die Schule komme. Ich erkenne dich nicht wieder. Ich muss zum Verkauf gehen. Verstehst du? Jetzt erkenne ich dich überhaupt nicht wieder. Zur Buchhandlung. Ah ja, das passt eher zu dir. Cool, ich danke dir. Frau Maria, die schlaue Julia will die Schule verpassen. Nein, nicht schlaue Julia. Meine Tochter will wegen irgendeinem Blödsinn die Schule verpassen. Nee, oder sie will es verpassen. Oh Mann, ich kann die Stimme nicht nachmachen. Hallo, ich bin die Mutter der schlauen Julia und sie wird heute nicht zur Schule kommen, okay? Mann, ich weiß nicht. Egal, ich zieh's durch. Und bist du jetzt frei? Das Buch gehört bereits mir. Die schlaue Julia hat mir einen so schwierigen Wunsch aufgetragen. Ich werde noch lang... Wenn doch nur... Was war Ihr Wunsch? Die Lehrerin anzurufen. Das ist ein Kinderspiel. Komm schon, ich mach's. Und du erfüllst lieber meinen Wunsch. Du musst 1000 Mal für mich bei einem Schönheitswettbewerb auf der Website abstimmen. Mein Finger tut schon weh. Da. Aua. Kein Problem. Tausend und eins, tausend und zwei, tausend und drei, tausend und vier, tausend und fünf. Toller Ross, mein Wunsch, beeil dich. Ich habe den Wunsch von Pretty Kate noch nicht erfüllt. Tausend und sechs. Was hat sie sich gewünscht? Soll ich noch einmal für das Foto stimmen? Nochmal, 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 das war's. Na los, sie hat verloren, du bist frei.
Also, hier ist mein Wunsch für dich. Du musst dich an Bespredelov wenden und sagen, dass er eine Ziege ist. An ihn? Aber warum das denn? Er macht mich wütend. Das wollte ich ihm schon seit langem sagen. Weißt du, er kann dich schlagen. Ich habe gefragt, warum du mir das antust. Awesome Ross, ich mache das nicht mit Absicht. Das ist einfach so passiert. Also viel Glück. Oh Mann, was soll ich jetzt nur machen? Er ist doch viel stärker als ich. Ich hab das Buch. Erfüll mir meinen Wunsch, bitte. Ich kann keine Wünsche mehr erfüllen, okay? Golden Stacy hat mich zu Bespredelov geschickt, um ihn eine Ziege zu nennen. Nun, wie immer bin ich ohne ein Geschenk. Okay, lass mich zu ihm gehen. Ich habe sowieso nichts zu verlieren. Geh und kauf mir einen neuen Stift. Mein Stift hat aufgehört zu schreiben. Womit schreibst du denn gerade? Es ist besser, wenn du das nicht weißt. Geh bitte. Und warum hast du das Buch noch nicht gehabt? Ich wollte das Buch ja stehlen, aber... Dark Ellen hat das Buch mit so einem Kreis umkreist und dann kann man nicht mal rankommen. Und die schlaue Julia liest ihr ständig Bücher vor. Wahnsinn. Stellt euch vor, 4,6 geteilt durch 10 ergibt 0,46. Das nennt man Mathematik. Was ist das? Was ist das? Mann! Pretty Kate hat immer irgendwas reingezeichnet. Und Golden Stacy zählt die Anzahl der Seiten und nicht mehr das Geld. Es sind noch 20 Wünsche übrig. Und Kate hat irgendwas Geheimnisvolles gemacht. Was ist das? Warum hat die schlaue Julia mir einen stinkenden Hühnerkadaver mitgebracht? Frau Mary hat mich gerade angerufen und sagte mir, meine Mutter habe sie angerufen und sie eine schlecht gekleidete alte Frau genannt. Was ist das? Bist du verrückt? Ich habe den letzten Platz bekommen. Alle lachen über mich. Was hast du gemacht? Du solltest mich wählen. Awesome Ross, warum hast du Bespredelov erzählt, dass ich gesagt habe, er sei eine Ziege? Wenn Bespredelov mich nicht tötet, dann werde ich dich töten, Awesome Ross. Nun, wo ist mein Stift? Bist du verrückt? Awesome Ross, ich gerade angerufen. Ich habe gesagt, dass du mir meine Mutter hast gesagt, dass ich mir einen stehenden Schnellkadaver mit dir Was ist das? Fantastischer Ross? Ist das für mich? Hast du für mich ein Wunscherfüllungsbuch für den 8. März vorbereitet? Ach, das ist ja eine schöne Überraschung. Und ich weiß schon, was ich mir für jeden von euch wünsche. Ja, ein schöner Wunsch. Auf jeden Fall Kate.